Ein Hallo und ein herzlich willkommen zu einem weiteren Challenge Nummer 41. Ein Kanal, der Hintergrund schon richtig geil aussieht. Das ist der Kanal von MadDanian. Und hier gibt es so eine kleine Vorgeschichte. Ich will jetzt die PN nicht unbedingt zeigen, weil wenn ich die lese, dann habe ich bestimmt schon eine halbe Stunde Let's Challenge hier zusammen. Und von daher bitte nicht so lange PN schreiben. Ich weiß nur jetzt auf jeden Fall, dass dein alter Kanal geschlossen wurde. Und du hier deine Fortsetzung machst. Und da kommen wir erstmal an zur Beschreibung. Da steht nämlich auch das drin, was ich gerade erwähnt habe. Yay, welcome to MadDanian. Let's Plays und bald auch Grafikgedöns. Der Real Launch meines Kanals. Hier findet ihr Markus Online eine Menge LP-Gedöns. Ja, schlimm ist manche Geschichte. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und Spaß hier. Spaß mit Doppel S. Ist auch mal was Neues. Wait, Comments und Kritik. Ist das meine Kritik? Scharfes S. Sind ebenso gern gesehen wie Support und Subsqueeds. Mad Boy. So, dann kommen wir auch. Die schöne Beschreibung übrigens. Kommen wir auf den Hintergrund. Und wenn ihr auf den Hintergrund guckt, das sieht ja mal episch aus. Ich weiß zwar nicht, was der Link da rechts soll, aber das ist mal ein episches Design. Und jetzt kommt er lang. Das ist wirklich episch gemacht und wie ihr seht, wenn ich jetzt hier Videos weiter lade, dann geht der Kanal noch weiter runter und das geht hier ins Grau. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Das sieht man nicht bei jedem Kanal, dass das hier so ins Grau rüber geht. Und dasselbe ist auch oben zu sehen, wie ich gerade merke. Und von daher ein sehr schönes Design. Muss ich sagen, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Sieht man nicht häufig. Und dann kommen wir zu Videos. Ich habe, als ich das erste Mal auf deinen Kanal geguckt habe, sah ich nur 13.07.2012. Drehte mich nach links und sah auf einmal 270 Videos hochgeladen. Habe ich nur gesagt, what the? So viel Zeit aber ich nicht mal, aber ich gehe auch arbeiten, ich habe Ferien. So, und das ist halt mit dem Relaunch, dass der Kanal halt neu aufgenommen wurde. Und ich glaube, das sind all die Videos, die du hattest bisher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kann ich zu diesen Videos sagen, und das wirklich alle sind von deinem eigenen Kanal etc., du hast dich definitiv verbessert. Ich weiß jetzt nicht, was dein erstes Video ist. Vielleicht lässt du dich hier ein bisschen anders rauf. Aber von deinen Videos, die sind schon recht gut. Hast nur das Problem, dass du oft Pausen hast, wie ich bemerkt habe. Kann auch sein, dass es jetzt an ein paar Parts lag, weil es auch nicht viel zu sagen gab. Aber ansonsten, ganz normaler Let's Play-Kommentierstil sieht man bei Anfängern bzw. Mitteldingern so. Soll jetzt auch nicht Falsches heißen. Gibt's nichts groß zu sagen an diesem, Strohsein. Es ist auch nicht so häufig, also von daher, es ist vollkommen gut gemacht. Definitiv, das ist auch im positiven Bereich. Und dann wollen wir auch mal gucken, ob du auch wirklich lädst ja viel hoch, aber bleibt dir auch noch Zeit für Leute zu beobachten. Das ist jetzt für mich wichtig, weil ganz einfach so viel hochlädst. Hat das positiv bewertet. Hat C2LP positiv bewertet. Also, wie man hier sieht, und das ist auch super, du lädst hoch und hast trotzdem Zeit, andere Leute zu gucken. Du lädst so viel hoch. Und hier ist vor 23 Stunden. Das ist vollkommen in Ordnung. Du lädst viel hoch und hast trotzdem Zeit. Das ist gut. Aber was soll das mit Land? Heiliger Stuhl, Stadt, Vatikanstadt. Ja, stark. Kommentare. Schreibt ja irgendjemand hier drauf überhaupt? Keine Ahnung. YouTube, lade. So, TechnoTV. Stimmt, jetzt sind es schon 203. Ja, okay. Also. Ein sehr schöner Kanal. Das Channel wird hier ein bisschen kürzer. Wie gesagt, es gibt kaum was zu bemängeln halt. Halt dir Spaß und dass du ein paar Pausen mal hast zwischendurch. Und sonst eigentlich, der Hintergrund ist cool. Du hast nachgedacht und hast hier hinten das ins Grau reingesetzt. Von daher würde ich diesen Kanal hier im Endeffekt
die nur 2 Plus geben. Ganz kleine 2 Plus, das ist. Ja. So ein Mittelding, ne? Zwischen 2 und 1, eine 2 Plus, aber eher statt einer 1 Minus. So, Leute, der Link ist unten in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn der Channel läuft. Mal schauen, wer da dran ist. Ich glaube, ich weiß es schon. Aber bis zum nächsten Mal heißt es erstmal an dieser Stelle wieder Masa la Vista, Baby.